Das Lagerfeuer, was ihr da hinten seht, ist zum Beispiel von NPCs, von Rookies, nennen die sich hier. Das sind Gegner, die wir angreifen können. Und die halten dann auch, also die fangen dann Pearls ein und lassen die in Gefangenschaft. Ich weiß nicht, was sie mit denen machen. Bisher waren sie nur in Gefangenschaft und dafür gibt es auch nicht irgendwie keine wirkliche Storyline. Genau. Komme ich hier gar nicht rein? Tatsache. Ich komme hier gar nicht rein. Ich dachte, ich komme hier rein. Dich könnte ich auch verwenden für irgendwas. Und oben steht auch eigentlich immer dran, für was man das braucht. Zum Beispiel hier wahrscheinlich Pflanzen anpflanzen und sowas und Steinbau. So wie es aussieht. Mit den Symbolen bin ich noch nicht so ganz... Da unten. Nein, aua, es wird wehtun. Den da unten möchte ich ganz gerne haben. Der ist für, das Early Game ein sehr, 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 sehr starker Pearl. Und worauf ich mich fixieren möchte, sind, wie gesagt, die Eulen, die wir schon gesehen haben. Und 21%, bitte was? Oh. Genau, sind die Eulen, weil die geben halt, wenn umso mehr da drin sind, umso mehr MP geben die. Ich meine, mehr Angriff. Hallöchen, Teddy. Ich finde es mega. Ich bin süchtig danach geworden. Ich habe es tatsächlich auf, erstmal hi. Ich habe es tatsächlich auf dem Game Pass gespielt, falls du den hast. Weiß ich ja nicht, ob du das Spiel schon hast oder ob das schon mal, oder ob du überlegen bist, dir das zu holen. Ich habe es tatsächlich auf dem Game Pass erst gespielt und ja, ich habe Stunden dran verbracht. Stunden. Also ich habe 20 Stunden, 25 Stunden. Ich habe 7 Stunden den ersten Tag durchgesuchtet und dachte mir jetzt einfach, ich würde mir das ganz gerne nochmal auf, nee, ich überlege noch, hast du den Game Pass? Hast du denn den Game Pass? Wenn ich mal so offen fragen darf, ich brenne. Ich? Weil wenn du den Game Pass hast, aber fast 30 Euro sind schon, ich muss sagen, nee, wait, nein. Für ein Early Access sind diese 30 Euro tatsächlich sehr noch kein Game Pass. Für ein Early Access ist das Spiel sehr fair. 30 Euro sind für das Spiel super fair. Du hast super viel Content, den du hast, den du erspielen kannst. Also die 30 Euro da bin ich ehrlich, die sind fair. Da bin ich auch voll und ganz mitgegangen. Du hast super viel Content, den du machen kannst. Kannst super viel Zeit investieren in Basebuilding. Du kannst Pearls sammeln, wo du Zeit investieren kannst. Du weiß ich nicht. Du hast Dungeons. Du hast verschiedene Dungeons, die du durchlaufen kannst. Du hast eine verdammte riesige Map. Eine verdammte riesige Map, die du erspielen kannst. Du hast 100 verschiedene Bosse. Bosse? Genau. Bosse, die entweder hier in diesem Turm vorkommen oder offen auf der Welt sind. Jedes, Paul. Was du jetzt hier siehst, wir können ja mal ganz gerne kurz in den Padex gehen. Das sind zum Beispiel jetzt alle Pearls, die du theoretisch sammeln könntest. Ich glaube, gerade sind es 111 oder so, wenn ich mich recht entsinne. 111. Und die wollen jetzt schon wieder 5 neue dazu bringen. Genau. Jeder Pearl bringt an sich eine eigene Spezialität mit. Und du kannst, und was ich noch gar nicht gesagt habe, du siehst ja hier, ne? Das Schäfchen hat Handwerk. Wenn ich jetzt sage, du Schäfchen, bau mir doch mal bitte eine Spitzhacke. Dann macht das Schäfchen auch eine Spitzhacke. Es baut mir eine Spitzhacke. Oder ich kann komplett automatisieren. Was ein bisschen nach Sklaverei klingt. Aber das ist ein Thema für sich. genau. Und wie gesagt, also ich könnte noch weiter drüber reden. Aber ich persönlich finde, diese 30 Euro sind sehr fair. Und by the way, gerade ist es doch auf Steam im Angebot für... Ich glaube 25 Euro oder so, wenn ich mich gerade recht erinnere. Hab halt Sorge, dass das Game nicht weiterentwickelt. Doch, es wird weiterentwickelt. Tatsächlich, das Game wird weiterentwickelt. Es kam schon eine Roadmap. Warte. Es kam tatsächlich schon eine Roadmap, was die Entwickler versprochen haben, was sie reinbringen wollen. Und die sind auch schon, ich glaube, der letzte Patch, der kam direkt nach nicht mal 5 Stunden. Die haben die Kommentare oder das Feedback der Community angenommen und das wurde direkt überarbeitet. Also ich glaube tatsächlich, es sind sogar 3 Updates in der Zeit schon gekommen, seitdem das Spiel raus ist. Und achso, ich wollte die Roadmap zeigen. Warte. Also, was ist geplant, die Roadmap hier? Kann ich das irgendwo, habe ich hier YouTube? So. Webcam. Hallo? Was? Hallo? Ach, egal. So,
Hier, Steam, ne? Nee, muss man nicht. Ich finde das voll okay. Ja, ich auch. So, das ist die erste Roadmap von dem Spiel, die sie gemacht haben. Kann ich das jetzt irgendwie größer machen? Geht das hier? Nein. Ich hoffe, du kannst es sehen, du erkennst es. Genau, das sind die ersten Kleinerungen, die die nächsten Tagen oder in einer Woche schon erwarten soll. In so einem PvP zwischen den Spielern kommen. Also, wenn du auf dem offiziellen Server mal spielen möchtest, kannst du wie andere Spieler wie ein Pokémon praktisch PvP können. Du kannst deine Mounts halt auch leveln und verstärken. Du kannst. Ja, genau. Es kommt Crossplay, das ist erstmal irrelevant. Irrelevant. Genau, du kommst ein paar Arena dazu für die ganzen Perks. Es kommt ein Endgame-Content dazu. Und das Endgame, das ist. Es kommen Raid-Bosse, das wollte ich schon sagen. Raid-Bosse kommen dazu, die du mit 20 Leuten auf dem Server zum Beispiel rain könntest. Server-Transfer, das muss ich glaube nicht viel erklären. Das ist einfach Gleichwert, das bleibt einfach so gespeichert, dass du die Charakter in einer Welt gehst, wie bei Terraria zum Beispiel, haben die gleichen Items dann. Genau, Improvement, also Buildings, genau, das Buildings-System wird überarbeitet. Da habe ich tatsächlich die ersten Stunden, die erste oder die ersten 2 Stunden so rumgeflucht, dass das nicht funktioniert. Das hat mich so aufgeregt. Ich habe so ein riesiges Haus gebaut. Was sogar nicht schlecht aussah, aber das Building-System war halt für einen Arsch. Ich sag's mal so, wie es ist. Genau. Und neue Inseln, Ports, Bosses und Technologies. Ich glaube, ja, nein, noch nicht. Wait, da, hi. Also ich werde jetzt auch die nächsten 4 Stunden bis 23 Uhr nur das Spiel spielen. Also, falls du da mal reingucken willst oder du guckst nebenbei zu, whatever. Schaff dir einfach mal einen Eindruck. So, das wollte ich aber damit sagen. Vielleicht hilft das ja. Genau, aber da ist zum Beispiel noch ein Ei, was ich ganz gerne haben würde wollen. Das ist aber nur wahrscheinlich nur ein gewöhnliches. Jupp. Und ich muss auch sagen, für so ein Spiel, was nur 30 Euro kostet, ist die Grafik auch nicht gerade schlecht. Ich spiele gerade, by the way, nur auf, glaube nur hoch. Warte, ja, ich kann nur eins vorstellen. Jo. So, ich finde diese Grafik von dem Spiel auch einfach nicht schlecht. So, da kann man halten, was man will. Ich möchte weiter die hier farmen, weil ich finde die. Hallo, komm her. Ja, komm, greif es an. Oh, du greifst es nicht an. Ich glaube, du bist doof, ne? Du machst nichts. Hallo? Wo bist du? Was machst du? Was ist mit dir? Okay. Ich muss gleich nochmal weg, aber solange schaue ich noch zu und komme nochmal, falls du noch. Wie gesagt, ich bin bis 23 Uhr würde ich oder will ich heute machen. Ich muss leider dann schon ein bisschen früher raus, weil ich muss immer noch zum Arzt. Ich habe mir leider. Ich hatte letzte Woche Donnerstag leider einen Unfall gehabt und habe mir da wahrscheinlich die Wirbelsäule ein bisschen angeknackt. Und bin die Woche erstmal krankgeschrieben, deswegen. Und das ist momentan alles ein bisschen schwierig. Ich sitze hier gerade mit anderthalb Gramm Schmerztabletten intus. Und damit ich diese Schmerzen irgendwie überstehe. Und momentan sind auch die unangenehmsten Sitzpositionen einfach am bequemsten, damit ich diese Schmerzen überwinde. So, aber nichtsdestotrotz, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich will diesen. Hallo. Toll, ja. Was ich noch weiß bei dem Spiel, was ich noch sagen kann, es soll anscheinend. Das ist jetzt aber nur vom Hören sagen. Ach scheiße, ich hau ab. Das würde mich töten. Das ist nur vom Hören sagen. Es soll noch eine Weiterentwicklung kommen, dass die ganzen Perks, die du hier siehst, wie bei Pokémon. Ich meine, das brauche ich ja gar nicht erklären. Ist eigentlich selbst erklären, was eine Weiterentwicklung ist. Das kennt man ja schon von Pokémon. Genau, dass sie aber weiterentwickeln in ihrer Form. So. Sind das die hier, die ich habe? Nein, das sind nicht die Fixies, die ich brauche. Aber den da hinten würde ich ganz gerne haben. Genau. So, hier ist zum Beispiel ein Boss, den werde ich aber definitiv nicht packen. Hier kommt ein weiterer Boss. Hier ist der erste Boss, den wir schaffen können, unter anderem mit ihnen hier. Und die werde ich auch versuchen, im Angriff zu nehmen. Danach kommt Eule. Das ist der nächste Boss, der dritte Boss. Ja. Genau. Technologiebombe habe ich noch gar nicht gezeigt. Stimmt. Falls du gerade noch da bist, Dennis. Das hier ist allein der Technologiebaum. Und das ist ordentlich. Du kannst auch Sachen noch zwischendurch finden, die jetzt hier mit Fragezeichen verzerrt sind. Und ich finde das schon. Also doch, wie gesagt, ich möchte jetzt kein Honig im Maul schmieren. Sage ich mal so, wie es ist. Aber ich finde es okay. Also für 30 Euro kann man bei dem Spiel gerade actually nichts falsch machen. Und es hat auch einen Suchtfaktor. Genau. Bin noch da, denn ich habe Dalu schon. Denn ich bin bei da. Achso, der hast du bei Dalu schon gesehen. Okay. Ja, genau. Ich gehe auch erstmal in Dings rein. Oh nee, jetzt geht das wieder los. Fange 30 Pulse.
So, aber ich werde hier tatsächlich nicht mehr. Ja, stimmt, Dalu hat das aber auch gespielt. Davon habe ich auch was mitbekommen. Boah. Manche sagen ja, man soll am besten hier seine erste Base bauen. Hier ist es am besten, aber möchte ich nicht. Möchte ich tatsächlich nicht. Ich fand das hier doch sehr schön, aber nee, das ist zu groß. So, nichtsdestotrotz. Wo, wie, was, wo? Ich könnte mir ein Bett bauen, ich könnte mir auch einen Bogen bauen. Bogen wäre für den Anfang doch erstmal ganz gut. Das kommt später, wenn ich denn... Das brauche ich auch, das ist auch wichtig. Das brauche ich, das ist definitiv wichtig. Und das hier, damit wir vieles automatisieren können. So, aber erstmal... Windel will ich ganz gerne... Glaube ich, ja, sieht man natürlich hier nichts. Ach, warte mal. Nicht vergessen. Ach so, ja, es ist kalt. Das ist gerade ein bisschen doof, ne? Wo haben wir denn Lagerfeuer? Hilfst du mir? Bist du gut dabei? Ja, danke schön. Danke schön. So. Ach, wir müssen ja noch die 35 Schafe fangen. Oh mein Gott, ich bin. Nee, verdammt. Ganz vergessen. So, wir müssen hier noch was bauen. Hilfst du? Danke. Danke. Freundlich. Wie viel können wir davon craften? 3 Stück. Das ist jetzt actually nicht viel, aber wir finden auch diese Paridium-Bruchstücke. Aber aus die Fernen können wir zum Glück auch später durch die Fixies bekommen. Und oder wir finden sie in der offenen Welt. Ist alles gut bei dir? Danke. Danke. Freundlich. Genau. Finden wir in der offenen Welt. Ich werde jetzt mal kurz die Nacht abwarten, weil, ja, Kälte tötet uns. Sehr unangenehm. Oh, ja. Die will ich ganz... Die brauchen wir später für die Energieproduktion. Da wären die nochmal wichtig. Da sind Bruchstücke. Die nehme ich gerne mit. Ne, das ist Stein. Verdammt. Ach schon, wenn es kalt ist, dann verlieren wir auch schneller... wir verlieren einfach schneller... Hunger. So, wir haben hier Essen. Brauche ich beides nicht, aber für den Anfang ist das erstmal okay. Ist der Ton eigentlich soweit okay? Könnte ich so lauter machen? Soll ich leiser machen? Wenn ich schon mal die da hinten brauchen wir auch. Die brauchen wir nämlich fürs Leveln. Habe ich ja schon dreimal jetzt, glaube ich, gesagt. Ach so, warte mal, ich stehe nicht in der Wärme. Ja, das ist ja doof. Genau. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner von... Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Genau, Schatten. Aber das ist nicht der, den ich haben würde wollen. Wir brauchen diese Eulen, 3 Stück. Und den, einen. Den bekommen wir erst später. Den schaffen wir jetzt noch gar nicht. Der ist momentan noch leider viel zu stark dafür, dass wir den bekommen könnten. Ich habe den damals auch nur mit mehr Glück als Verstand bekommen. Das brauchen wir auch. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir noch nicht. Den Feuerbogen brauche ich mir nicht craften. Habe ich damals auch nicht. Und ich war damit actually zufrieden. Also ich finde den Feuerbogen... Ich finde den relativ stark. Man müsste den schwächen, dann, bevor man den hier geht. Weil mit Level 13 war das, glaube ich, schon, dass man da die Armbrust bekommt. Und spätestens da würde ich den Bogen eh nicht mehr benutzen. Sonst, ja. Genau. Die ganzen Pearls, die wir hier haben, die müssen wir auch, beglücken. Ja. Indem wir eine heiße Quelle aufbauen und, oder ihnen ein bisschen, oder ein Bett hinbauen, damit sie mal ein bisschen schlafen können. Weil umso länger sie nicht schlafen oder sie sind einfach ausgelastet von dem, was sie tun, könnten unsere Pearls auch einfach krank werden. Tatsächlich. Und wäre doch ein bisschen, nicht so cool. So, ich denke mal, das reicht. So, abbauen. Super. Genau, hier drüben hatten wir zum Beispiel ein Dorf, wo wir mit den verschiedensten Händlern handeln können. Haben die doch das Ei hier? Ja, aber das ist das falsche Ei. Ich komme doch hier bestimmt irgendwie runter, ohne zu sterben, oder? Wir probieren es einfach. Autsch. Ja, wir haben es geschafft. Sehr schön. Kleines Dorf. Sonst, ja, ist eigentlich nicht, sehr viel. Warte mal, wo ist denn jetzt, wo ist denn das jetzt?
Hallo? Hä? Hä? Wo ist das? Wo ist das hin? Ach, da unten. Hilfe. Hallo, da, kann ich das? Darf ich? Hallo? Ja, wie gesagt, ein bisschen buggy ist das Spiel noch, aber das ist halb so schlimm, tatsächlich. Ich kann hier einfach in der Luft klettern. Kann ich jetzt? Dankeschön. Freundlich. Und das Ei würde ich mir ganz gerne da hinten holen. Ich werde so eine kleine Brutstation bauen, wo ich ganz viel auf einmal brüten lassen kann. Tiermassenfarm. Ja. Ja, genau. Warum ist das da drüben? Das finde ich jetzt frech. Okay, egal. Ei? Wo ist denn das Ei jetzt hier? Ah, ne, das ist nur eine Dings, never mind, okay. Doch nicht das, was ich haben würde wollen. Genau, dann kann ich mal ganz kurz zum Händler gehen. Dann kann ich euch auch gleich nochmal ganz kurz zeigen. Warte mal, wo ist denn der Händler? Du bist eine Drahtschande. Dich, mit dir will ich nicht sprechen, tatsächlich. Du bist ein Söldner. Hier vorne, da ist der Händler. Bei dem hier zum Beispiel könnten wir jetzt, verschiedene weitere Pols kaufen. Wie den Gopfin, den Loop Moon und so weiter und so fort. Oh, die mag ich ja gar nicht. Das sind einfach kleine Attentäter. Es sind einfach kleine Attentäterhühner. So nenne ich sie auch. Einfach kleine Attentäterhühner. Die leuchten auf, rennen zu dir und sprengen sich hoch vor dir. Und das macht nicht gerade wenig Schaden tatsächlich. So, bei Kunden möchte ich jetzt auch nicht viel. Ich will gucken, wo ich meine Base am besten bauen kann. Hier, ich will nicht so nah an der Dings bleiben. Nicht so nah da vorne bleiben. Ja, dann gucken wir mal, dass wir... Ja, weiß ich nicht. Warum sollte ich hier bauen? Und ich sollte auch nicht... Was ich auch nicht machen sollte, ist, alles auf dem Boden zu bauen. Weil leider ist es so, wenn ich jetzt hier was hinbaue, sagen wir mal zum Beispiel... das hier. Das backt sich so zum Teil in den Boden rein, was das dann doch alles ein bisschen komplizierter macht, als es eigentlich ist. Da oben ist zum Beispiel ein Ei. Da ist doch was, sage ich doch. Da ist was oben. Aber ich komme noch nicht hoch, weil Nitwin, der ist unser erster Flugpol, bekommen wir leider erst mit Level 13. War das 13? Level 8. Nee, nicht Level 8, das ist die Dream. Die ist was ganz anderes. Wann bekommen wir denn Dings? Nee, das war schon unter. Hä? War das doch nicht Level 13? Okay, ich dachte, das war Level 3, war das Level 8? Ne, das war ja sie. Oh gut, weiß ich gerade nicht. Kann ich gerade nicht genau sagen. Aber jeweils bekommen wir das relativ früh im Spiel und können wir versuchen dann auch zu bauen. Guti. Da oben ist noch ein Ei, das nehme ich gerne mit. Und dann. Ja. Dennis, wie war. Ach, Entschuldigung. Wie war eigentlich deine Woche? Ich hoffe doch, die war sehr entspannt. Und nicht so stressig. Ich bin zum Beispiel die ganze Woche von Arzt zu Arzt gerannt. Das war unangenehm bis zum geht nicht mehr. Warte mal, ich habe ja gerade ein Schweinchen gehört. Wo ist der? Ich brauche die für den Anfang. Sind die für Steinefarmen Sandshut? Die will ich haben. Komm her. Komm her. Hey, Fuark. Fuark, bleib bei mir. Fuark. Hallo. Ich wünsche dir Arbeit. Was? Ich wünsche Arbeit gerade. Ultra nervig. Ja, verständlich. Komm, dich will ich einfangen. Das ist verständlich. Und ja. Nice, haben wir. Sehr schön. Kann man seinen selbst produzierten Wasser Wellen erzeugen, wenn das. Genau. Der gute Fuhrk. Wer will ihn nicht haben? Ich glaube, wenn ich hier hochlaufe, weiß ich gar nicht. Kam hier um einen Boss? Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist natürlich ein bisschen... Ja. Ja. Aber naja, ja. Ich wünsche dir...
dass du schnell fertig wirst und danach auch noch entspannen kannst. Also, dass du entspannen kannst. Warte mal, was? Aber wahrscheinlich besser als von einem Arzt. Ja, ja, weiß ich nicht. Also, Rückenschmerzen hätte ich gerne ungern. Ehrlich gesagt. Also, es ist schon unangenehm. Ich brauchte heute früh 45 Minuten zum Aufstehen, weil ich mir einfach die ersten 30 Minuten wie gelähmt dagelegen habe und mich nicht bewegen konnte. Oh, fuck. Aber dich will ich auch haben. Hast du das gerade... Warum? Greifst du den jetzt einfach an? Was ist denn los bei dir? Aber den Bojua, den brauche ich tatsächlich, damit ich... Hallo? Ja, stimmt, die können das auch gelegentlich abblocken. Hör auf. Hört ihn nicht, danke. Hallo? Ich mag dich nicht. So, jetzt aber, komm. Komm, zieh durch. Man kann auch die Bosse fangen hier, by the way. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Aber die Bosse, die man hier so trifft, die kann man auch einfangen. Und das ist halt einer meiner Ziele, dass ich alle Pearls bekomme. In dem jetzigen Run. Nicht auf Schnelle, aber so nach und nach wäre das schon sehr angenehm. Ja, okay, das ist schon heftig. Krass, dass du trotzdem streamst. Wenn ich sitze tatsächlich, wenn ich sitze, dann geht das. Es geht. Es belastet halt nur die Wirbelsäule, wenn ich eine Weile stehe. Oder die Wirbelsäule sich zu sehr entspannt. Dann tut das wie die Hölle weh. Tatsächlich. Aber wenn ich jetzt sitze und der Körper ist so in diesem Mittelpunkt von Entspanntheit und aber auch eine kleine Belastung, merke ich das nicht. Und ich habe 1,5 Gramm Schmerztabletten intus, ne? Also, das waren 3 polnische Schmerztabletten. Ja. Und ich habe keine Lust jetzt nur hier zu sitzen und Däumchen zu drehen und gar nichts zu machen. Also... Dann kann ich auch gleich streamen. Ich habe ja auch so gezockt, muss ich dazu sagen. Ich habe tatsächlich auch davor gezockt, auch wenn ich nichts gestreamt habe. Der krasse Scheiß, also. Natürlich, hä? Denkst du, die deutschen Tabletten helfen? Weiß ich nicht, du. Okay, jetzt kann ich kurz zeigen. Das hier ist so ein Camp von den Rookies. Die gibt es später überall, auch mit anderem Aussehen und so weiter. Genau. Die haben Waffen. Die haben Waffen. Die haben immer Waffen, aber ja, die haben Waffen. Oh, da war ein Leck. Leck, 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 Leck. Genau. Ich könnte den jetzt hier alle töten. Ich würde Erfahrungspunkte bekommen und ich könnte ihn dann befreien. Ja, weil ich keine Lust habe, das selber zu machen, schicke ich einfach mein Dings vor. Und das wird später auch einfach noch schwerer. Also das ist jetzt nicht so, dass es so einfach ist. Das wird tatsächlich noch sehr schwer. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit den ganzen Raids, wo die ganzen Pauls dann irgendwann kommen, weil die meinen so, die haben Mündig nicht mehr. Die rennen nicht am Anfang. Tatsächlich, wenn du eine Base hast. Sehr unangenehm, tatsächlich. Jo, du hast eine... Ah, ich habe keine Ausdauer. Warte, Pause. Ja, geh nach Hause. Oh ja, easy. Dann ist es fair. Aber erstmal will ich ihn befreien. Genau, und wenn ich die befreie, leben sie von dieser Gefangenschaft, kommen sie in meine Gefangenschaft. Also eigentlich ist das keine Befreiung. Ich nehme sie nur wieder gefangen. Also, ja. Guti, die nehme ich gerne mit. Dankeschön. Level 7 und 5, was ist das? Das ist ja frech. Da hinten liegt noch eine Sphäre, die würde ich auch gerne... Da hinten ist zum Beispiel einer dieser Schlösser, wo wir später mit diesen grünen Dingern, ich habe gerade den Namen vergessen, später unsere Dings leveln können. Da ist zum Beispiel eins. Ja, perfekt. So, hier ist zum Beispiel was. Hat das einen Namen? Ja, Liffmunk, stimmt, Liffmunk. Und wenn wir da... hallo? Ja. Ach ja, man kann auch die ganzen NPCs hier fangen. Also ich denke aber eher, dass es... yo, ciao, ne? Ciao. Yo. Alles klar. Ja, Abfahrt. Wo seid ihr? Ja. Kann ich klettern?
Man kann auch theoretisch die Menschen hier fangen, die man hier sieht. Mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit, aber hey, es ist möglich. Sklaverei. Sklaverei for the win, I guess. Nein. Also, nein. Das war, nein. Ich distanziere mich von dieser Aussage.